Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Car for Sale. Schneller als gedacht ist der nächste Tag auch schon wieder da. Ja, und dann wollen wir mal schauen, ob wir heute vielleicht nicht mal wieder vernünftige Autos kriegen, oder? Eher gesagt, unsere alten Möhren verkaufen und dann mal wieder Vernünftiges auf den Hof kriegen. Ja, schon mal hier einen kleinen Blick drauf werfen. Heute ist Auktion. Ja, super. Soll ich meine ganze Kohle in ein Auto reinstecken? Und setze mich dann wieder auf den Arsch damit. Ja, wenn ich so einen Lamborghini für 100.000 dann kriegen würde, wäre ja super, aber das wird nicht passieren. Jetzt haben wir wahrscheinlich am Ende noch 600.000 für oder so. Hier steht schon wieder nichts Gutes, ne? Also langsam macht mich das Spiel wahnsinnig. Ein bisschen scheinbar. Rückspiegel funktioniert ja nicht. Ganz viel Kleinscheiß kaufen. Um unser Brötchen zu verdienen. Aber steht ja auch nur, ne, bei my cars und nicht bei my Luxus cars. So weit sind wir noch nicht. Irgendwann vielleicht mal. Ja, wenn man den Straßenverlauf auf dem Rasen folgt. Oh, da waren die Waschbären doch wieder aktiv. Hat man kurz die Hoffnung, man ist ja endlich losgeworden. Nö. Dann schlagen sie eiskalt wieder zu. Frag jetzt, wo ist der andere restliche Müll? Da drunter schon mal nicht. Da sieht es auch nicht danach aus. Ja, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich wieder sehen, wenn die Autos verkauft sind. So, jetzt erstmal zu Harry rüber. Und dem erstmal sagen, dass er jetzt die Karre da fertig reparieren soll. Und bei Egon steht auch noch eine. 500 Pfund, okay. Ach stimmt, die haben wir schon reparieren lassen. Kann die auch keine Probleme aufweisen. Oh, die Karawane ist wieder unterwegs. Mit einem Nachzügler. So, seht mal zu, ich muss hier Geld machen. Von nichts kommt nichts. Wir packen mal Zeit, dass wir mal gucken, wenn wir anders auf einen Zaun dahin gebastelt bekommen. So. Der ist auch gerade fertig. PM startet die Auktion. Ja, gehen wir hin, gehen wir nicht hin. Bisher sind wir auch ganz gut ohne gefahren, oder? Könnte auch einfach verschwendete Arbeitszeit sein, in der wir schon wieder Autos verkaufen könnten. So. Schauen wir doch mal, dass wir den hier noch einigermaßen reinbekommen. Und dass wir ihn noch ganz schnell wieder loswerden. Den alten Toyota. So, Website. Dann haben wir hier eine Rongi R7. R7. 36,8 hat er uns gekostet. 50 Scheine. Adios, amigos. Das hat man nicht sogar zu wenig ist für den. So, was haben wir hier denn noch? Ne, Danta ist er nicht. Ja Mensch, kriegen wir es denn heute noch hin? Scheinbar nicht. Scheinbar doch. Also, wir haben mal 50 Scheine, Audi TT, 30.000 bezahlt.
Nehmen wir mal doppelt hier, ne? 60k rein damit. Ja, scheiße. Welcher ist jetzt welcher? Anders gefragt, wo ist meiner? Wenn ich den jetzt verkaufe. Kaufpreis 70.000 muss ja eigentlich der sein, den wir gekauft haben erst, ne? SS nach TT. Je nachdem, wenn sie von da kommen, ist der SS nach dem TT, ja. Vielleicht ist er bis dahin auch schon verkauft, wer weiß das schon. Oder macht ja nichts. So. Ganz optimistisch. Ganz optimistisch müssen wir da rangehen. Gute. 50 Scheine hier wieder. Honderes Step. Oh. 30 Scheine, alle rein da. Ja, mein Auto steht nicht zum Verkauf. Schnee ist interessant für den R7. Guten Tag, junge Dame. Oh, so relativ nah dran an unserem gewünschten Preis hier mit 45.000, ne? Also, gut. Abstand zwischen Kaufpreis und Angebot ist diesmal auch relativ knapp bemessen, ne? Ich sollte mal das Doppelte nehmen, bin ja weit davon entfernt. Oh, Schnäppchen. Ja, müssen wir trotzdem mal Knut drüber reden hier. 47 ist ziemlich die Mitte von unseren beiden Vorstellungen. Aber so sollte auch noch ein Schuh draus werden. So, Jutta her. Santa Fe darf es sein, ja, 38.300. Ich frage mal kurz ihre hier Kontrahenten, was die ihnen so zahlen möchten. 42er klingt ja schon mal um einiges besser. Und viel näher dran an der 50.000, die wir haben wollen. 41, nö, tut mir leid. Ich wollte ihm gerade den Zuschlag geben. Der ist doch viel zu niedrig mit seinen popeligen 38, da sind 4000 weniger, genau, tschüss, kann's gehen, meine, komm, wir brauchen Verkäufer, komm ich nicht mehr hinterher, ich will eine Honda Step, die steht neben den TT, der Preis funktioniert für mich, ich habe den zu niedrig angesetzt, ich dachte, was für eine Dreckskarre, ich pack den weg, bieten die, sagen jetzt alle, ist okay für mich, oder? Scheiße, ich muss den teurer reinsetzen. Was geht hier für eine Party? So, jetzt klingelt die Kasse hoffentlich nochmal. Ein Herz für Gewinne bitte. Oh, so weit weg. 92.000 ist ja schon mal nicht. Okay, ganz schön viele, die da Interesse dran haben. 104. Alter, 104.000. Ich dachte, mit 110.000 übertreibe ich hier aber dermaßen. Und er hängt da mit 104.000. Sagt ja, würde ich zahlen. Der will so wie 110 sein. Weißt du was? Komm. Scheißegal. Nimm mit. Nein! Dann du. Jetzt aber schnell. Moment, wieder die ganzen Kunden weglaufen. Schnäppchen. Machen wir 106? Und dann, nee, nicht 160. Und dann sollte das doch passen, oder? Das ist ein gutes Auto, komm. Ich hatte gerade schon ein höheres Angebot. Siehste, tschüss. So, der Herr, weiter geht's hier. Ein Skoda Octavia, ja, soll es sein. 41.200. Ich muss mal kurz gucken, was deine Mitstreiter so bezahlen müssen. Gute Frau, schönen guten Tag. Gut, die hat keine Lust mehr zu warten. Die möchte mir nicht sagen, was sie hat das Angebot von Mann gehört, ja. Gleich aufgegeben. Ach ja, so. Dann kommen wir doch nochmal ins Gespräch, hoffentlich. Oder haust du jetzt auch schnell ab? Nur diese Fake-Angebote hier. So, haha, ich mache ein gutes Angebot und wenn ich dann auf ihn zurückkommen möchte, nee, ich muss schnell weg. Das ist ein gutes Auto, komm, ABS, TCS, ESP, alles drin, 45.000, kannst du mitnehmen, komm. Die Frau wird glücklich sein. Und dann geht's wieder, achso, ja, da hatten wir es doch schon, dass sie es einfach so mitnehmen wollten, ne? Da müssen wir nochmal bei. Hyundai Santa Fe.
Ah, 42.000, das ist schon mal wieder das, was der andere auch ungefähr geboten hat. Also sagen wir nochmal hier 46.000, weil der hat schon wieder alles drin. Ne? ASP, ASP, ja. ABS, TCS, ESP und sogar ein Driftkit. Also, was wollen Sie mehr? Machen Sie jemanden Freude mit. Einfach zuschlagen und mitnehmen. Sehr schön. So, dann müssen wir, ne, da sagt man hier noch Drecksauto und so und bloß weg damit. Sicherheitsgarantie, bevor wir den nochmal rausnehmen müssen. So, hier scheinbar noch ein Interessent für den TT. 60.000 möchten wir haben. Moin, moin, junge Mädel. Für 40,9. Nur mal 10.000 gewinnen. Aber ein bisschen weit weg von meiner Preisvorstellung. 50.000 kommt. TCS, ESPN Nummer. Ja, was soll ich sagen? Ein super Auto, ne? Gerade mal 123.000 gelaufen. Also Schmerzgrenze ist 45.000. Sehr schön. Ich mag es, wenn Leute meine Schmerzgrenzen akzeptieren, ne? Die immer viel höher liegen als die von den Nachbarschaftsleuten. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich habe noch einen super Toyota im Angebot. Hab gehört, der ist über 30k wert. Ihr müsst nur zuschlagen. Kommt, kommt, kommt. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ein Toyota, nur noch heute. Und vielleicht auch noch morgen. Seine wird heute gekauft. Ah, kommt schon, Leute. Lasst mich nicht im Stich. Ah, ist auch schon wieder 20 vor 8. Da kommt keiner mehr. Schade, schade. 408.000 haben wir schon mal wieder zusammen. Sehr schön. Büro ist schließen. Boah. Ab nach Hause. Option haben wir es auch verpasst. Macht aber nichts. Oh, das Fahrrad blendet sich bloß an. Man sieht da draußen natürlich kein Stück mehr. Das Einzige, worin drin man das sieht, ist halt eben, dass der Rückspiegel heller ist. Das ist der Wahnsinn. Motorsound weg. Ne? Motor war nicht aus. Motor ist wieder an. Oder auch nicht. Kann nichts mehr machen. Motorschaden. Der hat noch gar nicht so viel auf der Uhr gehabt. Bin sogar zu weit gefahren, deswegen an meinem Zuhause vorbeigefahren. Kann nichts mehr machen. Muss zurück. Ich habe die Abbiegung ehrlich gesagt nicht mal gesehen. Weil ich so damit darauf fokussiert war, auf meine Geschwindigkeit zu achten, ob die wieder hochgeht. Aber tut sie nicht. So, bremsen wir mal komplett ab. Soll ich sagen, ne? Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Zum Glück kann ich auch vor Ort tanken, weil ich habe immer noch einen Benzinkanister hinten drin. Ne, nicht Auto. Ich möchte gerne eingeben. So, mit einem vollen Tank springt auch der Motor wieder an. Ah, ja, man ist es halt nicht gewohnt, ne? Man fährt ja nicht so häufig nur mit derselben Karre. Man fährt sie meistens ja nur bis zum Autohaus. Meistens sogar nur von der Werkstatt rüber. Da denkt man ja nicht ans Tanken. So, jetzt mit dem nächsten Skillpoint noch den Schwamm freischalten, dann ist die Tankstelle auch überflüssig, ne? Kann vor Ort tanken.
doch kein Motorschadenglück gehabt. Das war aber nur ein leerer Tank. So, schlafen, 280.000 Gewinn, ein Träumchen. Los, nächster Tag, auf geht's. Schauen wir doch mal, was hier Schönes in der Nachbarschaft rumsteht. Ich glaube, ich werde doch wieder aufs Busfahren umsteigen. Das geht irgendwie schneller, als jedes Mal hin und her zu fahren. Was willst du denn für die alte Kiste hier haben? So einen alten Honda Civic, du. Ach du Scheiße, ne? Können wir ja nicht mit anfangen, das ist ja. Und so weit wieder auf den Hof stellen auf einmal. Nehmen wir nochmal so ein NG. Ein Mercedes Coupé. Und 16% Schaden, 87.000. Aber 16% Schaden, ey, ist ja Mercedes, ist ja schön und gut, aber 87.000 von einer 75 würde ich ihm bieten. Und so spart man 12.000 Pfund. Eine Hebebühne ist noch voll, müssen wir jetzt aufpassen. Nochmal ein Rongi R7. Für 43.000? Wir haben für den letzten gerade mal viel weniger bezahlt. Was haben wir wohl für den letzten R7 gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir müssen eh erstmal die Dingsens frei machen, die beide Hebebühnen. Dann können wir schlecht mit noch einem Auto rüberfahren. Wenn hier noch eins steht. Den will ich auch noch mitnehmen, der ja gerade stand. Überholmanöver! Erlaubt, 130 brettern wir hier lang. Gar kein Problem. Nutzen wir die Abkürzung. Sicher, sicher. Ich dachte schon, wir müssen uns hier abschleppen lassen. Bis ich gesehen, dass der Tank leer ist. Darf man auch keinem erzählen. Da ist Motorschaden. Gleich haben wir es geschafft. So. Ja, da passiert halt, wenn man zu viel. Hä? Ich würde sagen, wenn man zu viel mit dem Verkaufen beschäftigt ist, aber jetzt ist die andere doch frei. Warum konnte ich denn jetzt gerade nur den Wagen auf einfahren? Ui. Na Egon, dann machen wir fertig hier. Na, bevor wir jetzt wieder in die Nachbarschaft rüberfahren. Lass mich reparieren, machen wir kurz das Büro auf. Vielleicht kommt ja wieder ein Schnellkäufer. Ist offen. Ich habe wieder unbezahlte Rechnungen und was weiß ich nicht alles. Ja, ich habe keine Rechnung. Ich habe ausnahmsweise mal keine Rechnung, ey. Ist ja Wahnsinn. Was kostet uns denn jetzt hier Außendesign, Zaun, wenn ich hier eine Hecke haben will? Man weiß. Ah, nehmen wir eine Hecke. Für die Naturfreunde. Eine schöne alte Bretterbude. Ein schön Klinkerbau. In Design. Helle Eiche, Laminat, sagen die Wände. Das ist echt wie so ein Seven Days to Die. So sehen die weißen Wände da aus.
die Blöcke, aber ist auch geil. Der kleine Versatz hier drinne. Das ist auch noch das Teuerste, ne? Oder? Ne, gar nicht. 4000. Oh ja, ganz schick. Blümchentapete. Komm, ich nehme das. Naja. Naja. Sieht aus wie aus den 80ern. Ah, aber wir haben einen Kunden. So, mein Junge. 50.000, was sagst du? 31.000. Oh, gut. Immer nur mal 3.000 mehr, ne? Vor allem, wenn man so noch sagt, hier Schnäppchen und sagen, 37 müssen schon sein, ne? Der hat. Also, du hast einen super Familienkutsche mit Turbo. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Muss man der Frau ja auch nicht erzählen. Zack. Und schon ist der Toyota weg. 7.000 mehr rausgeholt, jetzt hätten wir den einfach verkauft. So. Fahren wir mal noch unseren Mercedes rüber. Und dann gehen wir noch mal in die Nachbarschaft rüber. Wir brauchen mehr Autos. Auktion haben wir schon verpasst. Aber ist auch nicht schlimm. Hui! Rufen wir mal springen. Hui! So, ab in die Nachbarschaft. Nicht viel los. Zeit drängt. Etwas, wovon wir nie genug haben. Das war dieser Ronghi R7. So. Ach, das ist doch hier schon wieder so ein Dodge. Der ein Teil der Dodge Army hat auch fast dieselbe Lackierung schon wieder. Und ist kaputt. 23%. 22.000, also. 15, mein Freund. 15 gebe ich dir. Ende deiner Geduld ist erreicht. Gut, 18. Dann ist mein Ende der Geduld erreicht. Siehst du. Muss ich mir auch noch reparieren lassen wieder, ne? Ja, schaffst du es denn heute noch? Sehr schön. So. Habe ich hier gerade nicht noch zwei Autos im Blick gehabt? Oder drei? Hm. Leer, leer. Das gibt's doch nicht. Was soll man denn hier noch kaufen? Man kann es ja nur solche alten Gammelmöhren hier kaufen. Scheffel C10. 6, 8. Ja, was will ich denn da an Gewinn machen? Dann sitzt ja noch übermorgen da. Ihr Angebot ist niedrig. 5.000 und du kannst den Drecksmöhre behalten. Ja, wenn du die Beherrschung verlierst, ich auch. Guck dir das mal an. Ja, was soll denn das sein hier? 5.000 nicht mal nehmen. Unverschämte Jugend hier. Preisvorstellung. Seht zu. So, was willst du haben für dein 5er BMW? 16.000. Probieren wir es mal mit 12 Mäuschen. Dann können wir noch mal drüber reden. Heute ist wieder der Tag der Beherrschungsverliererei, ja? 13.000. Sehr schön. Übrigens eine, die dann noch einsieht, dass es so besser ist, einfach mein Angebot anzunehmen. Anstatt ihr Auto zu behalten. So, jetzt brauchen wir noch eine Kiste, mit der wir zurückfahren können, damit unser Hof auch noch wieder schön gefüllt wird. Komm, nehmen wir den Ronghi R7 da hinten nochmal mit. Nützt ja nichts, es nützt ja nichts. So, Ronghi R7, was sagst du? 43.000, er hat 128.000 gelaufen, Mäuschen, also. 39.000 kann ich dir anbieten. Und das war nicht sogar noch zu viel war.
weiß es nicht. Er will gar nicht rechts rum. Oh, da kommt noch mehr. Hilfe. Autos nehmen weniger Schaden. Reingelegt. Haha, ich den Baum mit, ey. Ah, herrlich. Klassischer Fall von Karma. So. Da liegt doch schon wieder was rum. Oh. Heute habe ich so wieder, ne? Ständig vergesse ich den Motor auszumachen. Das lief die letzten Male so gut. Und heute Katastrophe. 20 Mäuse, vielen Dank. So. Harry, Saran. Ein Traum. Egon. Ach komm, 460 Pfund, mach mal fix. Ne, nix Auto. Einsteigen bitte. Einmal PIN eingeben. Und dann geht's rüber mit dir, mein Freund. Dann kommen wir Weisen hier vorbei. Das war knapp. So. So. Juhu, wir haben 50 Autos repariert. Eigentlich wahrscheinlich schon viel mehr, aber seitdem das scheinbar vernünftig gezählt wird, haben wir es dann auch mal geschafft. So, fahren wir den hier gleich mal auf die Bühne. Und schauen wir mal, was wir für den auch blechen sollen, für den Ronki R7. So. Harry, was sagst du? Noch 14 Pfund. Das ist ja nur unser Baum. Dann war der ja sogar schadensfrei. War denn nicht gerade von 20% oder so, was wir ihn gekauft haben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und rüber. Ohne wird es auch schon wieder dunkel. Aber ich denke mal, dass Harry das noch gerade geschafft haben sollte. Unseren 14 Pfund und Schaden zu reparieren. So, dann steht der Dodge auch hier. Dann holen wir noch den R7 und gehen dann erstmal schlafen. Und sind dann leider Gottes auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Zweite Tag ist schon wieder rum. Zwei erfolgreiche Tage mal wieder. Ach ja, nachts fahren ja hier keine Autos mehr. Wollen wir ja keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Nee. Nee, dann wieder einsteigen. Achso, das ist das falsche Auto. Wir sind sowieso, wir sind hier rein. So. Fahrerblendlicht an. Und dann geht's wieder los hier. Wieder ab. Von der Straße schaden. Irgendwann schaffen wir das noch. Irgendwann schaffen wir das noch. Ah. Uiuiui.
So, wir haben es geschafft. Unfallfrei zu Hause. Tja, wie gesagt, Ende der Folge. 108.000 sogar nur miese gemacht. Geht eigentlich noch für die letzten Preise. Oder im Vergleich. Bedanke mich wieder fürs Einschalten. Und bis morgen zur nächsten Folge. In diesem Sinne, ciao, ciao.